Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück hier bei der Crew Motorfest. Und ich bin leider im falschen Fahrzeug. Ich hätte gern das hier. Fährt sich besser. So. Jetzt sind wir natürlich ein bisschen weiter weg von der letzten Destination. Aber das geht schon. Ja, zu diesen Electric-Dingens, da würde ich schon ganz gern zu der Playlist, aber wahrscheinlich kommt die auch so von alleine. Und es regnet wieder. Ich ohne mein Verdeck. Wollten 360 machen. Tja, leider die Radarfalle nicht schnell genug ausgelöst. Aber vielleicht kommt noch eine. So, schauen wir doch mal, was es hier Feines gibt. Oh. Was ist denn das jetzt hier? Honda Civic Type R. Beende das Event. Aue, Pamehana Maikala. Ahau Oli, Maino Keola. Ualohe Paha Oe no Maui. Maui a Piki. Maui a ho'opaha ikala. Maui nui a iwa iwa. E ole o Maui. Piha pono ai ke ao. Ika me hana o kala. Aha. Bin ich so sehr Freund von der Sonne. Der Versammlungsort. Hier wohne ich. Es ist wirklich sehenswert. Aber wir haben nur Zeit für ein Rennen. Also, was hältst du von einer Street Art Tour? Sieh dir das Gebäude an. Die Stadt heißt dich willkommen. Davon gibt es hier viele. Alle einzigartig und mit eigener Bedeutung. Keine Zeit mehr, hier irgendwelche Gebäude anzusehen. Ich muss hier über Treppen schanzen und die komplette Stadt zerstören, indem ich überall drüber fahre. Bro, du fährst durch das State Capital. Verrückt. Und verboten. Pass auf. Rechts kommt gleich ein tolles Wandgemälde. Kamehameha's Kunst. Zwei Generationen verbunden durch die hawaiianische Kultur. Wunderschön. Oha, jetzt fahren wir auch noch auf irgendwelchen. Das wird immer verrückter. Ja, aber hallo. Verpasst nicht das nächste. Oha. Erinnerst du dich an Lono? Das ist Kaikilani. Seine große Liebe. Na dann. Das hier ist offensichtlich die Städtezerstörer-Tour. Dass wir alles kaputt fahren.
Fußgängerzone hier. Na komm schon. Sieh dir nur diese hawaiianischen Muster an. Sie feiern das Meeresvolk und das großartige Erbe seiner Entdeckungsreisen. Von meinem Freund Corey Tom, einem Einheimischen. Ah ja. Du bist kein Einheimischer. Mal hier Kette geben. Motorfest Gelände wieder oder wie? Ja, offensichtlich. Ja, habe ich die noch? Die? Da sind wir wieder beim Festival. Toll, was sie hier gemacht haben. Ein weiterer Treffpunkt. Naja, so jetzt nicht. Ein Segen, mit dir auf Reisen zu sein. Naja. Ich sage nicht Tschüss, sondern lieber Ahuyo. Wir treffen uns sicher wieder. Die Insel ist klein. Naja, klein offensichtlich auch nicht. Ach, ja. Das Event haben wir beendet, sehr gut. Ist die Playlist dann bald mal vorbei, ja? Du hast die Playlist-Belohnung noch nicht abgeholt. Was für eine Reise. Ich kenne nicht viele Orte, die diese Insel bei der nächsten Ausgabe von Motorfest toppen könnten. Aber konzentrieren wir uns auf das Jetzt. Dieses hawaiianische Festival beginnt gerade erst. Autos sind tolle Souvenirs, aber Autos noch tollere. Hier ist der Ford Bronco inklusive Schwimmreifen zum Faulenzen. Du hast es dir verdient. Och nö, was soll ich denn mit der Karre? Oh. Also sonst, also was soll's hier holen? Erstmal hier noch ein bisschen alles kaputt machen. Nicht getroffen. Ford Bronco. Naja. Lass gut sein. Nein, kann ich nicht abbrechen, schade. Schwimmreifen drin. Eine Playlist steht bereit. Probieren wir sie aus. Nächste Playlist. American Muscle. Ja. Das gibt's auch. American Pop, okay. Dir steht eine Playlist zur Verfügung. Ich will aber nicht mit der Karre hier fahren. Gar kein Thema. Fahrzeuge. Boot, Flugzeug. Ah, hier sind die anderen. Oh was, den habe ich auch gekriegt. Okay, ich nehme den. Oh, Moment, kann ich den noch tunen?
beziehungsweise Verbesserungen reinhauen. Ja. Hier war nix. Sehr gut. So, dann schauen wir noch mal, wie der sich so fährt. Ich glaube, den bin ich noch gar nicht gefahren. Keine Zeit für Ratespiele. Der Container, zu dem du fährst, ist ein Einstieg in die American Muscle Playlist. Hey, wieso kann der durch den Gegenverkehr durchfahren? Gleich bist du in der Welt der Muscle Cars. Pass auf, vielleicht willst du sie nie wieder verlassen. Ja, vielleicht komme ich da gar nicht an, weil ich hier die ganzen Bäume alle abrasiere. Muscle Cars sind mehr als nur ein 70 Jahre alter Trend. Sie sind Teil der amerikanischen Autokultur. Für viele Menschen sind Muscle Cars der Inbegriff dessen, was ein Fahrzeug ausmacht. Schönheit und Kraft mit ein paar wichtigen Verbesserungen und genau dem richtigen Maß an Unkonventionalität. Autos in ihrer vollen Pracht. Was die da immer alle quatschen. Es gibt keine Standarddefinition für ein Muscle Car. Nope. Oft werden sie als zweitürige amerikanische Sportwagen mit starkem Motor beschrieben. Aber das trifft es nicht ganz, oder? Für andere sind es der V8-Motor und Hinterradantrieb. Die Wahrheit ist, Muscle Cars sind eine Philosophie. Es ist ein Glaubensbekenntnis. Naja, ich weiß ja nicht. Was ziehe ich hier eigentlich für eine Spur auf die Straße? Ist es da ein Wunder, dass American Muscle eines der Flaggschiffe unter den Playlists ist? Ja, alles gut, alles gut. Bin noch auf der Straße. Ja, ich sehe schon. Du willst es selbst erleben? Die gute Nachricht, wir sind fast da. Was denn da? Nein, jetzt piepst nicht mehr. Den Parkplatz. Ach hier. Was ist das? Schatz öffnen. Ich habe einen Schatz gefunden. Okay. Na gut. Oh. Da gibt's feine Sachen von so einem Schatz. Also so. Hey, wo ist denn die Straße? Ach, hier.
dieses. Ist das Chrom oder was? Oder ist das Licht? Nein, das ist Licht. Das irritiert mich voll. Aber naja, jetzt steigen wir ja eh um. Sind schon geil gemacht. American Muscle. Den amerikanischen Traum. Tritt drauf oder flieg raus. Darum geht's. Naja, dann. Sieben Prüfungen. Fünf Fotoaufgaben. Und die Blitzreise. Auf zum nächsten Ziel. Na dann. Aber standesgemäß. Den Massen. Im Caprio Massaker. Das erste Event wird sicher kein Warm-up. Da geht es schnell zur Sache. Aber du wirst unterstützt von einem unserer engsten Partner. Jim Hayfield, dem Rockstar unter den Autosammlern. Ah ja. Na dann, bin ich ja... Was kann ich für dich tun? Nix. Immer gerne. Sag, wenn du mich brauchst. Echt jetzt? Jim ist wirklich ein Rockstar, der zufälligerweise eine der größten Muscle-Car-Sammlungen der Welt besitzt. Er ist es, der uns all die Autos leiht, die du in dieser Playlist fährst. Und er hat ein großes Angebot. Okay. Niemand kann dir besser Ratschläge für diese aufgebockten Autos geben. Deswegen bleibt ihr während des Rennens in Kontakt. Keine Sorge. Na dann. Dann ist ja alles gut, dann brauche ich mir keine Gedanken machen, wenn ich seine Autos schrotte. Immer so weit weg sein muss. Ja, toll. Da steht er. Ein harter Beat. Der Sound eines V8. Musik on. Dreh voll auf, wenn du dich traust. Jackson V8. So, und da, meine Freunde, gehen wir aber erst in der nächsten Folge rein, wenn es wieder heißt Time to Play hier bei der Crew Motorfest. Bis dahin, macht's mir gut. Tschüss.